Du franziger Wulstling, du! Du überzuckerter Kotling! Na, Sie sind heute aber ein purpurorangener Afterleistling. Oh, wenn du wütend wirst, bist du immer so ein kleiner Plüschknubbelpilz. Du rotschuppiger Raukopf. Du geschwänzter Sklerotien-Ackerling. Also ich weiß ja nicht, aber manchmal bist du ein richtiger, niedergedrückter Nacktbecherling. Wen nennst du hier eigentlich netzig gerunzelten Adermosling? Ich weiß es nicht, manchmal bist du einfach wirklich ein mützenförmiger Schüsselschwindling. Wie, was habe ich gemeint, als ich dich ein bartloses Nagelbecherchen genannt habe? Na genau das! Hätte ich dich nämlich als warzigen Drüßling bezeichnen wollen, dann hätte ich das getan. Und damit will ich jetzt wirklich kein spindelsporriges Aggregatbecherchen sein. Na, aber wenn du hier wie so eine locker flockige Traubenbasilie daherkommst, dann muss ich doch reagieren. Sonst sagst du wieder, ich wäre wie so ein gelatinöser Kugelpustelpilz. Aber jetzt ehrlich, ich glaube, jetzt musst du nach Hause zu deiner körnigen Zistidenwachskruste, oder?